Stefan und wir sind heute zurück bei unserem kleinen FIV Magazine Special zum Thema Germany's Next Top Model, Modeln, wie funktioniert das eigentlich? Mein Name ist Stefan, ich bin von Cocaine Models, Booker und Media und heute wollen wir uns mal was ganz Besonderes anschauen und zwar das Thema Modenschau. Und zwar nicht aus Modelperspektive, sondern wir haben halt wahnsinnig viele Nachfragen immer von Designern oder von Agenturen, Werbeagenturen, PR-Agenturen, Online-Agenturen. Wie viel kostet so eine Modenschau eigentlich? Wir haben das vor, wir möchten das tun, aber wie viel kostet eine gute Modenschau? Deshalb wollen wir uns heute mal einen kleinen Überblick machen, was eine Modenschau kostet. Wir planen aktuell eine Modenschau in Ägypten und dort haben wir zum Beispiel sehr viele Faktoren, die wir absolut nicht beeinflussen können. Das heißt zum Beispiel Steckdosen vor Ort. Haben wir genug Kilometer an Kabel, um alle Lichter- und Audioanlagen zu verbinden? Haben wir das richtige Soundsystem vor Ort? Ist das mietbar? Alles Variablen, die wir noch gar nicht abschätzen können. Dazu kommen Modelcasting, Stylisten, Spiegeltische und natürlich die Models an sich. Wir brauchen Anziehhilfen, Securities. Genau, deshalb ein super kleiner Kostenüberblick. Was kostet eigentlich eine gute Modenschau? Minimum. Ihr alle kennt die Modenschaus von der Paris Fashion Week, von Chanel bis Dior, bis hin zu Marc Cain und wer nicht alles noch darum wuselt. Jede Modenschau hat viel, viel Planung. Und am Ende habt ihr eigentlich 3-4 Monate Planung und innerhalb von einer Stunde passiert alles. Einlass, Show, Musik, alles vorbei. Das heißt, die Vorfeldplanung macht wahnsinnig viel bei euch aus im Kostenbudget. Das absolute Basic, was ihr auf jeden Modenschau braucht, sind Models, Stylisten, Anziehhilfen. Ihr könnt in eine Lagerhalle gehen mit Tageslicht, baut Stühle auf, holt Models, Stylisten, Spiegeltisch und schon habt ihr alles, was ihr braucht, vom Grundsatz her. Natürlich wollt ihr aber als Modedesigner mehr haben. Das heißt, ihr braucht nicht nur die Models, die kosten euch im Schnitt 400 Euro pro Stück. Sagen wir bei 10, 15 Models seid ihr schon bei 4.000, 6.000 Euro. Dazu kommen Stylisten, Visagisten, die könnt ihr für eine Stunde buchen, ist ja auch keine Publikation. Sagen wir 200 Euro, 6 Stück, sind wir bei 1.200 Euro. Schon haben wir einen Kostenpunkt von ca. 6.000, 7.000, 8.000 Euro nur für Models und die Stylisten, Visagisten. Dann braucht ihr noch Anziehhilfen. Ihr braucht aber auch noch Equipment, zum Beispiel Spiegeltische. Ihr braucht aber auch noch die passenden Stühle. Ihr braucht den Tisch. All sowas müsst ihr auch noch extra organisieren. Und dann kommt ein ganz großer Punkt, den jede Basic-Modenschau braucht, Stühle. Eine Bestühlung könnt ihr euch ungefähr vorstellen, 4 Euro pro Stuhl, seid ihr auch schon wieder bei 100 Stühlen, bei 400 Euro sind wir schon bei 8.500. Im nächsten gehen wir einmal die Show durch. Das Publikum kommt hinein. Ich weiß nicht, wer schon mal bei einer Fashion Week war. Es ist schon etwas Elitäreres. Ihr bekommt eure Eintrittskarten, die es auch nicht zu kaufen gibt. Das heißt, ihr müsst entweder aus einem Magazin sein oder ihr braucht gute Kontakte oder seid Influencer-Blogger. Das sind die drei Wege, wie ihr auf eine Modenschau kommt. Wenn ihr da seid, braucht ihr zunächst den Pressecounter. Dort muss eine Person sitzen und ihr braucht ein Haus. Als nächstes braucht ihr den Eingang. Dort braucht ihr Securities. Dort braucht ihr auch einen Tisch und natürlich Regenschutz. Das heißt, wir sind sofort bei Security, Regenschutz, Tisch, Personal. Für den Einladung, Verteilung plus das Häuschen haben wir wieder 2.000 Euro Kosten drauf, sind wir schon bei ca. 10.500 Euro. Und da haben wir gerade mal den Eingang abgedeckt. Die Leute kommen halt so rein, wir haben noch gar keinen Ton. Das heißt, wir brauchen eine Audioanlage. Eine Audioanlage, die mindestens 100 Leute beschallt. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen was Größeres. Und dazu braucht ihr natürlich einen DJ. Audioanlage, lass es 300 Euro sein. DJ könnt ihr 500 bis 1000 Euro buchen, je nachdem, ob er schon ein bisschen Bekanntheit hat. Nach oben natürlich alles offen, das braucht ihr aber Minimum. Also sind wir schon locker bei 12.000 Euro und dafür haben wir jetzt aber auch schon Musik und den DJ. Jetzt kommt aber die Frage, erinnert euch an Ägypten. Wir sind am Strand. Wir haben keine Steckdosen am Strand. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr 1,5 Kilometer Kabel, das wir erstmal verlegen. Reicht ein Kabel? Angenommen, ein Auto fährt drüber und durch einen unglücklichen Zufall geht ein Kabel kaputt. Das heißt, wir brauchen ein zweites Sicherheitskabel, das wir über 1,5 Kilometer legen. Das wollen wir jetzt nicht mitberechnen, soll euch nur zeigen, wie komplex es werden kann. Als nächstes gehen wir in die Show. Wir haben Musik, wir haben Bestuhlung, Models hinten. Was fehlt uns noch? Designer-Logo. Haben wir lediglich ein Bild oder packen wir uns eine dicke LCD-Screenwand dorthin? Bild kostet uns vielleicht 1.000 Euro, wenn wir das gut auf Holz aufbringen lassen, mit Eingangstür, Licht hinten, dass die Models reinkommen, wieder raus. LCD-Bildschirme kosten schon ein bisschen mehr. Dann könnt ihr immer so rechnen, ihr habt hier kleine Quadrate,
Die sind jeweils 30 auf 30 cm und die baut ihr auf. Das heißt, je nachdem, wenn ihr einen großen LCD-Screen habt, sind es locker mal 2000 Euro, die weg sind. Plus ihr braucht noch den Videografen, der euch irgendwas Schönes schnibbelt, irgendwelche Animationen, je nachdem wie aufwendig das wird, habt ihr natürlich weitere Kostenpunkte. Also sind wir schon locker bei 13.000, wenn wir so einen LCD-Screen dahin packen oder auch nicht. Als nächstes habt ihr den Bodenbelag. Wollt ihr einfach nur auf dem Boden laufen? Exklusive Shows haben sehr häufig extra eigene Böden, die dann besonders glänzen oder weiß sind oder beleuchtet sind. Das heißt, am Anfang einer Fashion Show, wenn sich die VIPs langsam verteilen und die Stars, dann habt ihr unten auch noch komplett ein Baumwolltuch. Und erst 2 Sekunden vor der Show kommen kleine Helfer, um dieses Baumwolltuch wegzubauen. Das heißt, ihr bräuchtet schon wieder mal die Bühnenelemente. Haben wir schon an Bühnenelemente gedacht. Und mit der Bühne, das heißt dem Laufsteg an sich, ist es noch nicht getan. Ihr braucht Licht. Und Lichtsetting kann sehr teuer werden. Denn ihr müsst überlegen, ihr braucht an sehr vielen Positionen Lichter und ihr braucht auch sehr oft Aufbau, weil ihr keine Halterung in den Wänden habt. Das heißt, ihr braucht nochmal Stege aus Stahl, an denen ihr die Lampen befestigen könnt. Solche Stege aus Stahl plus Lampen seid ihr ungefähr Minimum bei 4.000 Euro, damit man ein bisschen Aufbau über den Laufsteg hat. Angenommen, ihr wollt ein Lightflash, sobald das Model läuft, Licht, 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 Licht. Aber sowas braucht ihr auf einer Fashion Show. Dazu braucht ihr einen Moderator. Gute Moderatoren sind nicht günstig. Mit 1000 Euro könnt ihr schon da rechnen. Wenn ihr dann noch einen VIP oder einen Star wollt, das heißt vielleicht einen bekannten TV-Moderator oder YouTuber, geht es natürlich noch ein Stückchen höher. In der Regel braucht ihr noch ein Show-Act, denn was ist eine gute Show ohne Show? Niemand will nur die Mode sehen. Ich kann mich auch an Fashion Weeks erinnern, an dem zum Beispiel am Schluss auf einmal dieses Lied I want candy und dann kamen halt alle Models mit Zuckerwattewagen und haben dann dem Publikum Zuckerwatte gegeben. Oder das eine Mal kam Lena Meyer-Landrut und hat dann spontan auf einmal gesungen. Niemand wusste, dass sie da ist und sie stand dann auf einmal da. Das sind halt die kleinen Show-Highlights, die es ausmachen. Das heißt, jede Show, die ihr planen wollt, alleine in den Basics wird euch mindestens 12.000 Euro kosten, ohne aufwendige Lichtsettings. Das heißt, lediglich Models, der Floor, alles ein bisschen schön hergerichtet. Ansonsten kann ich auch nur noch empfehlen, macht Goodiebags. Warum? Goodiebags werden wahnsinnig oft von den Bloggern mitgenommen, die dort sind. Das heißt, von Goodiebags macht man natürlich gerne ein Foto. Die zeigen immer noch mal schön, wie exklusiv alles ist und dass ich auch was gratis bekommen habe. Und in Goodiebags lässt sich halt sehr gut Werbung platzieren. Ihr könnt zum Beispiel auch andere Firmen ansprechen, ob sie bei euch in den Goodiebags Dinge platzieren wollen, die dann wiederum von VIPs und Stars vielleicht benutzt werden in einer Insta-Story oder Co. Genau, das war alles mal zum Thema Modenshow und wie viel Aufwand dahinter steckt. Und wir waren noch nicht bei der Sache PR, wir waren noch nicht bei der Werbung und wir waren noch nicht bei Einladen von Stars. Nach oben ist die Welt also offen. Das heißt, plant bei jeder Show mindestens 15.000 Euro Budget ein, 12.000 Euro im absoluten Minimum. Drunter bekommt ihr keine hochwertige Show. That's it. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema Modenschau organisieren oder der Ablauf oder was brauche ich vielleicht noch als besonderes Gimmick gerade bei so Besonderheiten wie Modenschau am Strand, Modenschau im Schloss, schreibt gerne in die Kommentare, ich schaue gerne drüber und beantworte. Falls euch das Video gefallen hat, direkt ein Like da lassen und für die nächste Folge unbedingt den Channel von FIV abonnieren. Bis nächste Woche.